Ja, hallo Freunde, lasst uns heute einmal hier über das Tiger 12 sprechen von Oskel. Und zwar ist das hier die Version, lest ihr hier oben, 128 GB und 16 GB Arbeitsspeicher. Wobei der Arbeitsspeicher, also RAM, sich hier im Endeffekt zusammensetzt aus 8 tatsächlichem RAM und 8 virtuellem RAM, der dann über den ROM-Speicher dargestellt wird. Ich hoffe, das ist mittlerweile jedem klar, weil das gibt es jetzt schon seit einigen Jahren und dann kann man das entsprechend auch in den Android-Einstellungen so einstellen, wie viel man dann haben möchte. Also 18 Standard und dann kann man eben halt Speichererweiterung virtuell vornehmen. Eine Klarsichtfolie ist nochmal, eine harte ist nochmal hier im Lieferumfang enthalten. Ja, dann schauen wir einmal und machen das Unboxing heute wirklich einmal zusammen. Und lasst uns einfach mal das Ganze auspacken. Wie sieht es aus? Weil ihr seht schon hier, ich habe es noch nicht gewogen, mache ich gleich mal für euch, weil es macht also durchaus einen leichten Eindruck. 180 Gramm wäre jetzt sowas für mich, wo ich sagen würde, das ist leicht. Ne? So sieht das Ganze aus. Also wirklich sehr, sehr schick. Wir machen mal die Folie ab und dann seht ihr, habt ihr schon hier unten gesehen an der Blasenbildung, dass hier schon eine Displayschutzfolie vorhanden ist. Und ich kann euch sagen, Hüllen, Folien und so weiter gibt es, weil dieses von Oskel, das ist also Blackview, ich weiß nicht, ob die nur kooperieren, zusammenarbeiten oder ob es ein Konzern ist. Ja, lasst uns nochmal die Rückseite anschauen, nochmal einmal intensiv, damit ihr das auch einmal gesehen habt. Ich muss ein bisschen so ins Licht halten, da seht ihr das besser. Ja, Kameras und Licht. Und hier hinten steht es natürlich auch nochmal drauf und auf der Verpackung, hier unten könnt ihr das auch lesen, ne? Da stehen dann tatsächlich, ne, hier einmal an der Stelle die 8 GB RAM drauf und dann die 128 GB ROM. Und ihr habt 5000 mAh Akku mit einer Schnellladefunktion von 33 Watt. Also, heißt also, da bekommt ihr 20% Akkuleistung in 15 Minuten auf jeden Fall wieder drauf. So, was ist noch in der Box hier? So, einmal ein USB-C-Kabel zur Aufladung und dann einmal ein Netzteil. Ich schaue mal gerade, ob ich das hier sehen kann. Insgesamt 15 Watt, 27 Watt, 30 Watt, also 30 Watt und unten in der Spitze hier gibt es 33 Watt ab. Also intelligentes Netzteil, das eben halt mehr kann als die 33 Watt. Ja Leute, dann habt ihr erstmal den Lieferumfang, jetzt schauen wir uns das Teil noch einmal rundum an. Ja. Also hier einmal Main Button, laut leise Button auf einer Seite. Ihr könnt hier sowohl Fingerprint machen, also sprich Entsperrung, oder eben halt das Ganze über Gesichtserkennung auch entsperren. So, hier einmal Frontkamera. Also das Ganze sieht sich sehr, sehr schick an. Ich nehme das jetzt mal in Benutzung. Was gibt es noch zu sagen? Frontkamera hat hier 13 Megapixel und die Hauptkamera soll tatsächlich hier auf 64 Megapixel kommen. Sage ich euch aber später, wenn ich in den Kameraeinstellungen mal gesucht habe, weil üblicherweise sind das die Megapixel, die dann in 4:3 angegeben sind, wenn ihr auf 16:9 einstellt. Also das, was ihr üblicherweise braucht oder gebraucht, ist es weniger. Ja, was gibt es noch dazu zu sagen? Es gibt noch eine Alternative, wer dann diesen virtuellen Arbeitsspeicher nicht traut, aber sagt, er will tatsächlich mehr Arbeitsspeicher haben. Und zwar gibt es eine Alternative, habe ich mir bei Amazon angeguckt, und zwar 24 GB, die sich arbeitsspeichertechnisch, die sich zusammensetzen aus 12 und 12. Und mit 256 dann ROM-Speicher und die Geschichte kostet dann 180 Euro. Dieses Teil hier, tagesaktuell 6.11. haben wir heute, liegt jetzt hier bei 150 Euro. Das kann ja jeder selber entscheiden, aber wir schauen uns jetzt hier Android 13, habe ich noch nicht gesagt. Ja, 6,78 Zoll hat das Ganze, also knapp 7 Zoll, 120 Hertz bietet hier der Bildschirm. Und ihr habt eine Auflösung, das nennt sich Full HD Plus, von 1080x2460 Pixel. Und die Helligkeit soll sehr gut sein, nämlich mit 500 Nits für die technisch Interessierten. So Leute, mehr Daten will ich euch aber jetzt nicht geben, weil mir sind immer lieber die praktischen Dinge lieber. So, hier einmal noch rundum gehalten. Ihr seht also, ihr habt hier einmal noch einen Audioanschluss für eine 3,5er Klinke und ihr habt hier unten den USB-C für die Aufladung beziehungsweise auch für den Kopfhörer. Probiere ich natürlich auch für euch aus, ob auch ein Kopfhörer mit USB-C sollte hier auch drüber
zu fahren sei. Ja, dann entsprechend Lautsprecher, Mikrofon und so weiter. So Leute, wie gesagt, ich nehme es in Benutzung und dann sehen wir uns wieder. So, wir waren mit dem Unboxing noch nicht ganz durch. Warum? Weil hier gibt es noch was, habt ihr gerade gesehen. Okay, wir sind bei 0 Gramm. Ich wollte euch das Gewicht noch geben. 198, ne? Also etwas schwerer, als ich vermutet habe. 179 ist so das letzte, woran ich mich erinnern kann. Galaxy Note 9. Und hier sind wir bei 198. Aber es ist immer noch leicht für ein fast 7 Zoll Smartphone hier. Also wirklich gut. So, hier habt ihr gesehen, ist noch was drin. Nämlich einmal neben einer Beschreibung auch noch eine Klarsichthülle, also ein Cover. Eine Abdeckung für hinten, wie auch immer ihr das Ganze jetzt nennen wollt. Wie gesagt, Folie plus Cover, alles dabei. Bekommt ihr aber auch, wie gesagt, im Nachkauf bei Amazon, verlinke ich euch, habe ich schon gesehen. Okay. Ja, Freunde, ich habe jetzt das Handy ein paar Tage in Benutzung und ihr seht, ich habe mir hier schon einen riesen Zettel gemacht, was ich euch dazu erzählen kann und möchte. Ja, zunächst einmal, wenn ihr installiert, ihr solltet euch auf jeden Fall noch so eine Galerie-App runterziehen. Ihr seht das hier, ich habe X-Gallery genommen und die ist wirklich gut. Da läuft die Werbung nur hier unten so ein bisschen ab und dann ein Dateimanager. Seht ihr hier, so sieht das App-Symbol aus. Ich zeige es euch gerade mal. Auch der ist absolut klasse, könnt ihr so machen. So, zur Speichererweiterung, weil ich das gesagt habe. Ihr müsst einmal in die Einstellungen gehen, machen wir es gerade eben. Immer ein bisschen schwierig von hier aus, weil ich mal oben in die Kamera schaue. So, dann einmal nicht in irgendwelche Systemgeschichten und so weiter, sondern hier unten, ein bisschen untypisch, über das Telefon. Dann seht ihr hier eben halt den allgemeinen Speicher, also ROM, und der Arbeitsspeicher ist hier unten. Und dann seht ihr jetzt, ich drehe es jetzt nochmal so rum, dann seht ihr hier eben halt, dass bei mir die Einstellung 8 GB ist. Ne? Und da, auf diesem blauen, so, Mensch, dreh dich nicht so oft, können wir hier einmal nämlich drauf gehen. Ihr seht hier unten, gibt es so eine Linie. Und der ist standardmäßig, wenn ihr es bekommt, auf 6 eingestellt. Und ich bin jetzt hier auf 8 GB gegangen. Und dann müsst ihr einmal einen Neustart machen. Den müsst ihr aber nicht sofort machen, sondern den könnt ihr auch irgendwann machen, wenn ihr diese Einstellung hier gemacht habt. Das mal dazu. So, dann habe ich nochmal so einen kleinen Gewichtsvergleich. Ich hatte euch ja das Gewicht genannt. Gewicht habe ich nochmal gemessen. In 196 Gramm hat das Ganze nochmal. Super schön, leicht, flach und so weiter. Also wirklich ein tolles Teil. Also das Handy macht absolut Spaß. Mein S23 Ultra hat 233 Gramm. Hört sich nicht viel an, sind aber immerhin doch fast 20%, also 40 Gramm, ne, auf 200 gesehen. So, okay Leute, dann haben wir einmal, wollte ich euch noch, weil man nie weiß, welche Maße werden auf den Webseiten angegeben. Ihr habt hier entsprechend eine Höhe oder Breite, wie auch immer ihr das jetzt nennen wollt, von 16,8 cm und ihr habt hier 7,8 cm eben halt, jetzt nenne ich es wirklich mal in der Breite, und in der Höhe habt ihr 16,8 und ihr habt eine Bildschirmratio, also Bildschirm zu Gehäuseverhältnis eben halt von 90%. 90% ist dann tatsächlich reines Display. So, habe ich euch ein paar Dinge genannt. Was immer interessant ist in diesem Segment, weil es nirgendwo steht, ist der Bereich der Fotokamera, Fotoaufnahmen und so weiter. Bei der Kamera ist es so, ich kann es euch hier auch einmal zeigen, ihr habt hier unten so verschiedene Effekte, die nenne ich euch gerade mal. Das heißt also, ihr könnt durchaus hier über Meer hergehen und dann hier einmal noch Panorama. Zeitlupe ist natürlich nur für Video machen, Porträt könnt ihr machen und die Pro-Version, also professionelle Einstellungen vornehmen. Ihr habt Pro, Schwarz-Weiß, Porträt. Und dann seht ihr vielleicht hier, ich schaue mal gerade, ob es da steht, hier unten, da ist eben halt noch eine extra Einstellung, und zwar 64 Megapixel. Ja, so, nicht meinen, dass dieses Display hier verschwommen wäre, ganz im Gegenteil, das ist also wirklich glasklar. Das Einzige, was es eben halt ist, die Kamera hat immer Probleme, hier das Ganze zu fokussieren. Ihr seht Helligkeit, ja, ich gehe jetzt nochmal auf die hohe Helligkeit hier, und das ist wirklich sehr, sehr hell, wenn ihr das so fahren wollt, aber es macht wirklich Spaß. Ja, wir gehen einmal rein, wir schauen einfach mal hier so noch ein paar Aufnahmen. Die Kamera ist für dieses Segment hier wirklich 150 Euro Segment, wirklich richtig gut. Das Einzige, was sie hat, ist eben halt Probleme, wenn ihr Makroaufnahmen machen wollt. Ja, da seht ihr hier,
Das gibt nichts. So, dieses Foto habe ich aber extra gemacht. Warum? Ihr erinnert euch, ne? Hier an der Stelle gibt es einmal den Schacht für die Karten, also SIM-Karte oder Micro-SD-Karte. Ihr könnt eine Micro-SD-Karte reinpacken bis zu einem Terabyte mittlerweile. Und ihr seht hier, dass ihr Dual-SIM fahren könnt. Ja? Das mal zu den Geschichten, die da machbar sind. Okay, schauen wir uns einfach mal so ein paar Aufnahmen an. Also, wenn ihr nicht zu nah rangeht, ja, dann ist es so, werden die Aufnahmen wirklich klasse. Und auch im Zoom, seht ihr jetzt hier, sind die immer noch richtig gut. Ja? Was natürlich für, wenn ihr zoomen wollt, die optimale Aufnahme ist, ist dann die Aufnahme hier mit 64 Megapixel. So, jetzt muss ich mal schade eben schauen, wo ich die habe. Und zwar meine ich, habe ich mal eine hier gemacht. Und zwar gehen wir mal auf Info. Und dann seht ihr hier unter Infos, da einmal wieder geschaut. Ja, das unten seht ihr, dass die 64 Megapixel hier abgebildet. 64,4 sind sogar. Sorry für das Verschwimmen. Ich hätte wahrscheinlich hier auch ein bisschen andere Schrift einstellen sollen. Okay, wir gehen nochmal auf OK. Und das ist dann diese Aufnahme. Die ist so in einem, ja, kann man schlecht sagen. Also irgendwas 4:3 ist es nicht. Also eher noch so ein anderes Format. Aber da könnt ihr dann wirklich, ich zoome jetzt mal, ja, wirklich sehr weit zoomen, weil ihr entsprechend durch die Pixelzahl eben halt hier auch, ich versuche das mal da drüben hier an diesem Grill, die Blumen, seht ihr, also, ne, wird also hier wirklich noch kristallklar abgebildet. Jetzt natürlich irgendwann nicht mehr, weil ist jeder Zoom vorbei. Aber wenn ihr mal was aufnehmen wollt, was in der Ferne ist und ihr wisst nicht, was das ist, dann einfach 64 Megapixel Aufnahme machen und dann habt ihr wirklich die Möglichkeit, hier manuell eben halt sehr, sehr nah ran zu zoomen. So, hier habe ich mal eine Aufnahme gemacht. Machen wir es einfach mal. Na, also so. Also, diese Zeitlupenaufnahme, die da machbar ist übers Video, ist wirklich klasse. Also, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Das mal nur als Beispiel, ja, okay, sollen wir euch noch eine andere Aufnahme, ihr seht also, dass das alles schon ziemlich klar ist. Ich gehe jetzt mal her, ich gehe mal hier ein bisschen von den Einstellungen her, na, so mal geht, wird das nichts. Wir müssen einmal hier raus, wir müssen einmal so, und wir gehen mal ein bisschen die Helligkeit runter, weil es sonst für euch entsprechend hier blendet. Ihr seht, ich habe hier unten von der Navigation her eben halt die drei Button Navigation eingestellt. Ihr könnt auch Gestensteuerung machen. Ne? Ich finde es persönlich komplizierter, aber wer sich einmal an diese Gestensteuerung gewöhnt hat, für den läuft es. So, ich bin immer aus dem Bild, sonst habe ich die Kamera etwas anders stehen. Ne? Auch hier, wenn man hier ranzoomt, also ja, seht ihr, gehe nochmal auf die gesamte Aufnahme, da habe ich einfach mal diesen Zettel aufgenommen, wo ich mir dann eben halt meine Notizen gemacht habe. Nochmal, Kamera, könnt ihr mir glauben, ist hier in diesem Segment wirklich für 150 Euro besser als erwartet. So, sprechen wir über die Kamera nochmal, und zwar, wenn ihr die Kamera habt, dann habt ihr hier einmal, wenn ihr die Hauptkamera benutzt, und ihr wollt 16:9, also das, was normal üblich ist, so, ne? Also große normale Aufnahme mit dem Handy, dann kommt ihr hier auf 12 Megapixel und wenn ihr die Frontkamera benutzen wollt, kommt ihr auf 10 Megapixel. Was den Zoom anbelangt, seht ihr hier, gibt es also hier einfach zweifach. So, ich muss mal gerade eben hier wieder drauf, so, ja, da habt ihr auch schon gesehen, einfach zweifach, aber ihr könnt natürlich auch manuell zoomen und dann zeigt er euch unten auch schon an, einfach, zweifach, vierfach. Ich mache es nochmal eben, ja, wird hier unten eingezeigt als Schnellzugriff und vierfacher Zoom ist das Maximale, was hier dann tatsächlich geht. Ja, ich denke mal zur Kamera, wir können nochmal die Bilder aufrufen, aber habe ich euch jetzt hier wirklich, ich denke mal, eigentlich alles gesagt. Ja, auch bei diffusen Lichtverhältnissen, vielleicht das nochmal, wo wir ja also hier dann zum Beispiel noch von außen Licht haben, ne, und eben halt dann das Wohnzimmerlicht schon an, schafft er es also wirklich noch ordentliche Aufnahmen zu machen. Das ist natürlich kein Vergleich, wie ich sagte gerade, mein eigenes Handy S23 Ultra, ja, habe ich damals gekauft für 1300 Euro. Da gibt es natürlich Unterschiede, das kann man nicht wegdiskutieren. Aber
Die Aufnahmen sind gut für ein 150-Euro Handy, richtig gut. Ja, wir gehen mal eben ganz kurz hier in Sicherheit, weil ich euch zeigen wollte. Eine PIN-Abfrage ist ja eh Standard, müsst ihr einmal reingeben. Dann habe ich Fingerabdruck, da habe ich mehrere genommen, solltet ihr immer machen. Ne? Mal hier Daumen, das ist der Standard, ist jetzt hier, also nicht auf dem Display, sondern Standard ist jetzt hier eben halt an der Seite, hier bei diesem Handy, ne? Hier drücken. So, dann habe ich aber auch noch Gesichtsaufnahme gemacht. So, wir gehen hier einmal raus. Und ohne, dass ich jetzt hier drücke, sorry, wenn ich hier mal wieder mal aus dem Bild komme, ja, sondern ich halte hier nur drauf und das hat zu 100% geklappt. Also es gab hier noch nie einen Fehlversuch in dieser Richtung. Ich schaue mal gerade, ob ich auch den Zeigefinger angelegt habe. Ich meine, ich hätte es gemacht. Ja, habe ich auch. Ja, heißt also, wenn ihr ja hier ausschaltet und wir würden hier einschalten, ja, hat er jetzt schon wieder erkannt, ne? So, ihr seht, funktioniert. Zeigefinger und dann solltet ihr eben auch ein oder zwei von der anderen Hand nehmen. Warum? Wenn die Hand mal schmutzig, ne? Also ich denke, das ist klar. Ich weiß nicht, wie viel man reingeben kann. So, dann gehen wir einmal raus. Okay, schalten einmal ab und ich versuche mal mit euch jetzt Gesichtserkennung. Ja, ihr seht, ist da. So, nur damit ihr nicht meint, ich fake hier irgendwas. So, ich gehe mal einmal her. Hat er erkannt, ja, also ist sofort da, ohne dass ich jetzt hier irgendeinen Button berühre. Auch das funktioniert wirklich super. Hey Google, öffne Google Maps und navigiere zu Kurfürstendamm 120 Berlin. Route geht durch Umweltzone Berlin. Okay Leute, also ich hatte den Ton leise gestellt vorher, aber ihr seht auch sowas funktioniert hier. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Hey Google, öffne Netflix. Alles klar, Netflix wird auf Sony KD85X85J gestartet. Oh, sorry, das ist mein Fernseher, aber ihr seht von der Spracheingabe geht's. Ja, okay, Downloads. Nehmen wir hier einfach irgendwas, was hier gerade hier, Staffel 1, Folge 1, okay, Queen of the South. Und ich mache mal hier den Ton laut, läuft zwar immer Gefahr, dass dann irgendwas mit ja, Urheberrechten kommt. So, etwas schwache Verbindung heute, aber läuft, ne? Jene, mach was. Du tust mir einen Gefallen. Ich will das verdammte Zeug loswerden. Ich glaube, ich bin wieder schwanger. Meinen Glückwunsch! Hey, das ist das. Ja, ich hätte mal etwas übers Display wischen können, aber ihr seht, denke ich mal selber, dass das Bild astrein ist, ja? Und insofern, okay, ich mache mal den Ton gerade wieder aus, passt, ne? So, wir könnten ja mal hier an der Stelle einmal schauen, okay, wie funktioniert OTG und was spielt der da an Medien ab? Okay, er möchte das hier mit dem entsprechenden Dateimanager öffnen und dann seht ihr hier oben ist das Laufwerk und dann schauen wir mal hier runter. Wir schauen einfach mal, ob er auch hier 4K-Videos abspielt und er macht es. Ja, das ist jetzt hier so eine Testaufnahme von Hisense, damals 4K für die Fernseher. Also auch das läuft hier wirklich gut. Schauen wir mal, wie es aussieht mit dem Spulen, weil das ist immer so ein Thema. Hat er da lange Verzögerungen? Nein. Das ist natürlich klar, dieses Video, ich weiß nicht, wie viel x Gigabyte das hier hat für so ein paar Timelapse-Aufnahmen, ja, weil 4K natürlich eine riesen Datenmenge hat. So, und da ist natürlich beim Spulen immer etwas länger. Aber ihr seht, es läuft schon weiter. Kann man hier jetzt bei diesem Video immer schlecht erkennen. Ja, also. Auch 4K-Videos könnt ihr hier drüber abspielen. OTG funktioniert. Deswegen will ich da jetzt nicht auch noch riesen Zeit drauf verwenden. So, ich habe euch mal ein bisschen Musik aufgelegt, weil ich gerade im Dateimanager war. Ich wollte euch was anderes zeigen, aber lasst uns das mal kurz hier ein bisschen anhören zumindest.
Ich mach mal ganz laut. Also ich meine, da gibt es auch nichts zu meckern. Ja? Wir gehen einfach mal hier raus, weil ich wollte eher hier unten mit euch in diesen Bereich gehen, was also die Daten anbelangt. Und da seht ihr, okay, vom Hauptspeicher eben sind hier, glaube 39 GB sind belegt und von 128. Warum? Weil ich auch ziemlich viele Apps, also alle Apps hier wieder drauf gespielt habe. Es sind 164 Apps, die er sich da gezogen hat, weil ich das eben halt vom Google-Konto genommen habe, also von meinem normalen Handy 164. Also da wisst ihr auch so ungefähr, was er an Speicher braucht. Ja, Freunde, was sollen wir noch machen? Wir schauen nochmal auf die Helligkeit. Ne? Halbe Helligkeit jetzt hier gerade mal und das Ganze ist hier wirklich extrem schon hell. Und wir gehen noch einmal her. Startbildschirm, es sind wirklich auch so ein paar zusätzliche, ganz gut nutzbare oder wirklich sehr funktionale Apps noch mit drauf, die hier automatisch drauf gespielt werden. Wollte ich euch aber nicht zeigen. Ihr seht also, das läuft hier alles extrem flüssig. Ja, also da siehst du keinen Unterschied zu einem, ich sag jetzt mal, 1000 € Smartphone. Ja, null. Also das läuft. So, was wollen wir machen? Okay, wir schauen mal, wir laden mal ein datenlastiges Spiel. Das, was ich euch auch immer bringe, und zwar sollte das eigentlich hier oben sein. Mal eben schauen. Gehen mal auf A-Dirki, da. Und ja, rein mal so für die Ladezeiten. Ne? Es kann sein, dass jetzt hier Werbung kommt und dann tausende von Abfragen. Nein, danke, will ich nicht. So, aber wir sind schon da. So, und ihr seht, okay, das geht echt flott, ne? So, wir können ja mal einfach hier das Spiel spielen. Ich verabschiede mich aber jetzt schon, ja, weil mehr kann ich euch eigentlich gar nicht dazu bringen. Ich habe euch alle Datenfakten genannt und hier meinen Zettel abgearbeitet, was ich mit euch machen wollte. Ihr habt gesehen, interne Medien, externe Medien. Also, lasst uns mal hier schauen, okay. Weil jetzt gleich natürlich eben halt das endgültige Laden jetzt nochmal kommt. Wie schnell läuft das? Und das Spiel, das ziehe ich jetzt einfach hier so nur durch. Wahrscheinlich werden wir hier 50 Mal vor die Wand fahren. Okay.